Guten Morgen, ich bin heute schon mal bei Zeiten unterwegs. Ja, ich wollte heute mal den Sonnenaufgang angucken, aber das wird wahrscheinlich bei dem Wetter heute nicht möglich sein, weil es gerade regnet. Aber ich bin trotzdem mal unterwegs, schon jetzt bei Zeiten. Ich habe gerade ausgeschlafen. Und wenn ihr Lust habt, dann kommt mit. Und zwar geht es heute mal zum Rauenstein. Ich schlage mich jetzt hier so ein bisschen durch den Wald. Ist jetzt gar nicht so einfach. Ist kurz über 0 Grad und es regnet. Man legt sich wirklich auf die Fresse. So glatt ist das. Aber hier im Wald geht es einigermaßen. Aber man muss aufpassen, dass man auf keine Wurzeln tritt oder auf keine Steine. Denn die sind besonders glatt. Langsam kommt auch der Tag schon wieder durch. Ich sehe auch schon ein paar Umrisse. Man braucht auch schon gar keine Taschenlampe mehr. Aber mit der Kamera filmen ist noch schlecht. Ja, ich bin wieder auf einen scheiß Weg gestoßen. Denn der Weg hat mir gerade einen Strich durch die Rechnung gemacht. Da war ein Elektrozaun. Da kam ich nicht weiter. Jetzt rieche ich hier durch den Wald. Und hier ist nur hängendes Gestrüpp. Man kann kaum durchgehen hier und ich muss noch ca. 300 Meter hier in diese Richtung laufen, bis ich dann wieder zum anderen Weg komme. So eine irre Scheiße hier aber auch. Genau, und da ist dieser Elektrozaun. Man kann es kaum erkennen, aber da ist ein Zaun. Da kann ich natürlich jetzt nicht durchgehen. Ich weiß ja nicht, ob das Ding unter Strom ist. Also schlage ich mich hier durchs Gestrüpp. Ja, jetzt stehe ich hier, wo der Weg dann wieder weitergeht im Wald. Bis hierhin ging der Zaun. Hier kann man dann jetzt wieder weitergehen. Ach, endlich geschafft. Aber ich scheine auch nicht das einzige Tier gewesen zu sein, was da lang gelaufen ist. Ja, trotz der kleinen Strapazen, die ich momentan habe. Aber ich finde es trotzdem mal richtig beruhigend, hier am Früh lang zu laufen. Da triffst du keinen. Da kannst du mal abschalten. Ist richtig gut. Langsam kann ich jetzt auch Aufnahmen machen, die ohne Lampe stattfinden können. Denn es wird jetzt wirklich hell. Ich stelle echt fest, heute ist es merklich wärmer als gestern. Ich schwitze schon wieder wie Sau. Ich habe mich ein kleines bisschen zu warm angezogen, deswegen musste ich schon die Jacken aufmachen. Ich bin jetzt hier auf einem kleinen Pfad abgebogen. Da geht es jetzt erstmal direkt hier hoch. Oben sind noch ein paar kleine Felsen. Und da muss ich jetzt irgendwie durch. Naja, so schlecht scheint er ja gar nicht zu sein. Zumindest hat er ein paar schöne Treppen hier. Also das geht erstmal gut.
Das ist eben bloß kein ausgeschilderter Weg. Deswegen ist auch alles ein bisschen hier verkommen. Aber es ist gut begehbar. Es liegt zwar immer ab und zu mal auch ein Baum quer, aber damit kann ich mittlerweile leben. Es geht ganz schön steil hier hoch. Ich bin erstmal wieder außer Atem. Ja, schöne Schlucht hier. Nichts Besonderes, aber trotzdem schön. Könnt ihr fast denken, es ist eine Höhle, aber es ist keine Höhle. Es sind nur ein paar Sanduhren, die da so ausgewaschen sind. Aber vielleicht finde ich ja noch eine Höhle. Schauen wir mal. Ich glaube, das sieht auch interessant aus. Ich muss mal kurz meine Taschenlampe rausholen. Naja, das ist ein kleines Loch. Reicht für ein kleines Tier. Man könnte auch gerade so reinpassen, ist aber bloß ca. 2 Meter lang. Ja, ich glaube, das ist ein etwas größerer Unterstand. Echt nicht schlecht. Da hat man voll den Überblick. Man kann ja wirklich alles gut überblicken. Der ist nicht schlecht. Ich denke mal, das hier ist als Pudelsteinhöhle verzeichnet. Das soll eigentlich eine Höhle sein. Naja, gut, ist ein Unterstand. Ich denke mal, was anderes gibt es hier nicht. So, ich werde jetzt mal weitergehen, denn ich habe ja noch ein kleines Ziel. So, jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich hier, das ist nämlich ein bisschen gefährlich hier, wo ich gerade stehe. Da muss man sich nämlich ein bisschen schräg festhalten, dass man hier nicht runterfällt. So, geschafft. Ja, ich habe gerade immer meine Route ein kleines bisschen geändert. Ich werde das jetzt mal entgegengesetzt gehen, wie ich es navigiert habe. Denn mein Navi hat wieder beim Navigieren einen kleinen Fehler gemacht. Da wollte ich eigentlich gar nicht lang gehen. Es wäre wieder irgendwo im Nirgendwo gelandet. Das wollte ich eigentlich jetzt nicht machen. Also gehen wir den Weg über den rauen Stein einfach andersrum. Ja, ich bin jetzt hier am Fuße des rauen Steins entlang gelaufen. Jetzt endet das Teil und da vorne kommt jetzt das erste Schild. Und ich denke mal, das ist das Aufstiegsschild. So, Rauenstein, halbe Stunde. Mächtig hoch angesetzt. So hoch ist das gar nicht. Das ist doch gerade mal vielleicht höchstens 100 Meter hoch, wenn überhaupt. Ich würde es auf 80 schätzen. Das kann doch nicht eine halbe Stunde dauern. Ja, für das Wohl der Gäste ist hier auch gedacht, denn da oben gibt es sogar eine Gaststätte. So, jetzt muss man wieder Treppen mögen. Und dann sind das hier auch noch solche komisch beschissenen mit so langen Abständen. Ach nee. Da bewegt man sich ja mehr, als wie man hochkommt.
ja, da oben ist die Gaststätte schon zu sehen. So. Aussicht habe ich noch keine. Außerdem ist es wie heute auch wieder nebelig. Ja, 8 Minuten später und ich habe sogar noch gefilmt, bin ich jetzt auch schon oben. Also 30 Minuten, da laufe ich ja den ganzen Stein bis hinter. Ich weiß nicht, wer das dran geschrieben hat. So, hier geht's zur Panoramaterrasse. Da hat man bestimmt einen guten Blick. Tja, ein guter Blick ist relativ, ich sehe nichts. Also ich würde sagen, ich wäre jetzt fast auf die Fresse geflogen. Das ist ja hier richtig glatt. Irre. Ja, hier mal einen Blick zum anderen Elbufer. Könnt ihr ja die Bastei sehen. Aber die sieht man heute nicht. Guckt es euch an. So wie das Geländer hier, dieses überfroren ist, so ist gerade auch hier der Sandstein überfroren. Ich weiß noch nicht, wie ich hier wieder hochkommen soll. So, ich habe es ohne auf die Fresse zu fliegen hingekriegt. Naja, dann werde ich mal weitergehen. Hier vorne habe ich mir noch mal alles angeschaut. Mehr als diese Gaststätte hier gibt es nicht. Bei diesen Treppen muss man jetzt auch wieder ganz schön aufpassen, dass man sich hier nicht hinlegt. Ich meine, bis jetzt war es noch nicht glatt, aber es kann immer mal mit jedem Schritt passieren. Und das Schlimmste eigentlich ist, jetzt sind Eisentreppen vor mir. Die sind jetzt genauso überfroren wie die Geländer hier. Also jetzt heißt es wirklich runterschusseln. Also ich übertreibe nicht, das ist wirklich, wirklich richtig glatt. Ach. Vorsichtig gehen. Sieht zwar ein bisschen behindert aus, aber es geht um auf was. Oh oh, vor mir geht es jetzt so richtig Eisentreppen hoch. Das ist ja echt lebensgefährlich jetzt. Huiuiui. Mein Gott. Das ist echt kein Spaß jetzt. Mal gucken, wie es ist. Sind hier unten, die gehen erstmal. Und die hier sind so richtig glatt. Da heißt es nur, langsam gehen und richtig festhalten. Ja, das erste Stück habe ich geschafft. Das Problem ist bloß, ich muss mich festhalten. Und da weichen die Handschuhe durch. Und dann wird es richtig kalt. Ja, ekelhaft. Sieht jetzt nicht nur so beschissen aus, aber so ist es irgendwie nicht glatt. Da kann man heute Schlittschuh fahren ohne Schnittschuh. Ja. Jetzt habe ich noch nicht mal Geländer. Eieiei. Jetzt muss ich mich gegen Fels festhalten. Ja. So, jetzt habe ich nur noch eine lange Treppe.
Ja. Hier oben wird es ja richtig schlimm. Oh. Oh, hier ist schon ein bisschen Sand. Oh. Ey. Boah. Mann, oh Mann. Glatteis am Kro. Wie der Fels hier vorne vor mir glänzt. Da möchtest du nicht drauf stehen. Oh, yeah. So. Mal gucken, wo der Weg jetzt weitergeht. Von das noch eine Aussicht. Ja. Alles, was hier Felsen ist. Katastrophe. Wir sind heute eine ganz schöne Lackschicht. Das glänzt auch schön gegen die Sonne jetzt. Ein bisschen kommt sie ja gerade raus. Ja, hier geht es jetzt mal wieder über eine ganz schöne Eisbrücke. Jo, 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 jo. Kannst du bloß rüber schlitschen. Schlittschuhen. Boah. Ich muss immer das blöde Geländer festhalten. Und jetzt habe ich wieder kalte Hände. Oh, gerade habe ich so warm gekriegt. Oh, scheiße. Mann. Oh, ist das wieder kalt an die Hände jetzt. Warum muss nur ein guter Weg zu einem Abenteuer werden? Mit was habe ich das heute wieder verdient? Habe mir wahrscheinlich den falschen Tag ausgesucht. So, zwischen den Spalt hier geht es jetzt runter. Ich hoffe, da wo ich hier jetzt hintreten muss, ist es jetzt nicht glatt. Das scheint zu gehen. Die Treppe hier scheint auch zu gehen. Da ist genügend Zeugs drauf. Den Sand stopft mal ein bisschen. Und weiter geht's mit dem Weg. Ist ja noch nicht ganz hinten. Also hier haben sie mal mitgedacht. Das ist mal nicht glatt. Ach, wie schön. Jetzt kommt ein bisschen die Sonne raus. Ach, ist das schön. Ich denke mal, es gibt wahrscheinlich keinen Idioten wie ich heute, der hier langläuft. Zumindest ist es nicht um diese Zeit hier, wo ich unterwegs bin. Nachmittags kann das schon anders aussehen. Aber jetzt ist es... Ich denke mal, ich werde jetzt auch keinen treffen. Es sei denn, es ist genauso ein Idiot wie ich. Ja, jetzt bin ich wieder fast auf die Fresse geflogen. Ich stehe hier unten auf einer Wurzel. Scheiße, glatt. Ah, das ist wirklich ernst, ja. So, jetzt geht es hier wieder der Rinne hier weiter. Ein bisschen Sand ist ja drin. Sonst gibt es Rinnenrutschen. Ah, so. Jo. Gut, wieder ein Stück geschafft. Ja, bei so viel Anstrengung, da vergisst man ja glatt die Aussicht. Jetzt kommt nämlich gerade die Sonne raus und strahlt den weißen Sandstein da drüben an. Mal gucken, ob ich das gut in die Kamera kriege. Ich glaube, da hinten sehe ich jetzt auch mal die Basteibrücke. Wenn man sie auch noch nicht richtig sieht,
Aber so ein bisschen kann man sie erkennen. Wieder mal eine Brücke überrutscht. Langsam kenne ich mich aus. Ja, ich hoffe nicht, dass ich jetzt über diese Eisfläche hier rutschen muss. Denn dann ist ja wirklich Schluss. Eieiei. Jeder Schritt kann verheerend sein. Ich weiß gar nicht, wie ich hier treten soll. Wenn ich auch nicht viel Aussicht habe, aber trotzdem sieht das jetzt richtig geil aus. Weil vor allen Dingen die Sonne kommt jetzt raus. Oh. Hoffentlich lege ich mich jetzt hier nicht hin. Oder ich gehe hier an der Seite rein. Warte mal, da geht's auch. Da ist wieder Sand. Sand ist nämlich heute mein Lebensretter. Es ist gut, dass ich im Sandsteingebirge bin. Da liegt nämlich immer viel Sand rum. Das ist nämlich da, wo es dann immer nicht rutscht. So, jetzt geht es hier wieder über das Plateau weiter. Ja, hier ist eine kleine Rinne mit Sand. Wieder ein Stück geschafft. So, noch eine Treppe und dann geht's doch hoffentlich langsam runter. Ja. So, dann kommt wieder mal eine Brücke mit rutschigen Aussichten. Das war knapp. Das muss ja auch bergauf rutschen. Auch geschafft. Und jetzt denke ich, jetzt habe ich das Schlimmste überstanden. Denn jetzt geht es erstmal hier wieder im Wald weiter. Hier muss ich jetzt bloß noch auf die Wurzeln aufpassen, weil die können noch platt sein. Aber ansonsten geht das eigentlich jetzt hier. So, jetzt komme ich an der Stelle raus, wo ich vorhin die Höhle hatte. Und ich denke mal, deine Raunsteinrunde ist hiermit soweit erstmal beendet. Jetzt gehe ich bloß noch ein bisschen durch den Wald zurück. Was ich vorhin nicht gesehen hatte, dass da oben auch noch eine ganz schöne Höhle, also zumindest so ein kleines Höhlenloch. Das hat man vorhin gar nicht gesehen, aber da muss man hochklettern. Da kommt man gar nicht so einfach hin. Aber ich komme da heute auch nicht hin, weil es war ja heute ein bisschen glatt. Das, was ich gerade gezeigt habe, das könnte ein möglicher Einstieg sein. Aber wie gesagt, das kann man nicht ausprobieren. So, was soll ich sagen? Die Sonne kommt jetzt raus. Habe ich schon mehrfach gesagt in dem Video. Jetzt ist er richtig draußen.
Ja, ich bin ja wie gesagt schon auf den Rückweg jetzt. Ja, und ich würde jetzt auch das Video für heute beenden. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht, mir zuzuschauen von meiner kleinen abenteuerlichen Tour heute. Tja, dann macht's wieder mal gut. Bis zum nächsten Mal.